Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Im letzten Part haben wir uns um die verschwundenen Daten gekümmert. Haben sie auch gefunden im Kamishiro Enterprises Server irgendwo. Wurden von Jimmicken und ein paar Hackern dann aber leider gefunden und durften uns dann auch gegen diese wehren. Sind abgehauen und ab jetzt wird sich Matoshi oder Matoyoshi, ich habe keinen Namen mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall ein etwas ältere Detektiv wird sich jetzt erstmal darum kümmern und ein bisschen weiter schauen. Wir haben währenddessen einen neuen Auftrag bekommen von der Polizistin Date, welche möchte, dass wir uns um die verschwundenen Leute in Akihabara kümmern. Und ja, ich habe nochmal die Medaillen verkauft und habe gerade hier gefunden, dass wir den Gold Cup mitmachen können. Und genau, das werden wir jetzt auch tun. Bist du bereit, den Engel zu treffen, wenn du überlebst? Oh, oder was auch immer. Ja, oder was auch immer, passt wahrscheinlich. Der Engel ist schon da. Hi. Licht, ich habe jetzt aber auch keinen Dunkelheitsangriff irgendwie. Na komm, Foxfire. Boom. Okay, so stark ist er nicht. Das sollte simpel werden. Jawohl. Kein Problem. X hier. Okay, er kann sich halt vollständig heilen, aber jetzt hat er halt wieder nichts. Da change ich jetzt erstmal kurz auf Raymon. Nein, ich revert the change. Muss ja auf okay. So. Boom. Critical. So. Ich weiß gar nicht, ob das zurückgesetzt wird. Jetzt war der Wechsel nämlich ziemlich sinnlos. Im Endeffekt. Aber wir steigen Kloppmon und Impmon ein paar Level. Okay. Ich werde nicht verlieren. Oh, doch. Na komm, machen wir das Biomon erstmal weg. Big Combo. Das ist eine Trophäe erhalten. Wahrscheinlich, weil ich genug Chain Combos habe. Beziehungsweise an sich. Diese Combos. Da funktioniert das natürlich wieder nicht. Na gut, machen wir erstmal Salamon fertig und dann schauen wir, wie wir das machen. Ja, er würde auch wenig Schaden machen. Also wechseln wir jetzt hier wieder Greymon gegen Greymon Blue. Und machen dann das Floramon kaputt. Sunshine Beam. Au. Der tat weh. Ah, gut. Jetzt haben wir natürlich wieder eine gute Varietät drin und das Greymon macht dann kurz Prozess. Wow. Und durch die Level-Ups haben wir dann auch gleich wieder ein bisschen Heilung drin. Oh, Gau Gaumon und Garumon. Hier kommt die Cyberpolizei. Sobald ich meine Stärke bewiesen habe, werde ich den Charter kriegen? Was? Nehme ich den Flieger oder sowas? Ich weiß gerade nicht, wovon du sprichst, aber okay. So, Garumon und Gau Gaumon. Der eine ist Data, der andere ist Vaccine. Ich habe leider natürlich gerade keinen Daten-Digimon, aber Xwemon und Garurumon werden sich um das Garurumon kümmern. Au. Und dann sollte das schon passen. So. Damage up. Das war's auf jeden Fall für das Garurumon. Wenn schon Garurumon so viel Schaden gemacht hat, macht das erst recht genug Schaden. Jawohl. Oh, Bitfire. Oh, yes. Das war simpel. Und gibt uns gleich wieder einen schönen Erfahrungsboost. Oh ja, so mag ich das. Oh, zwei Gatomon. Black Gatomon und normales Gatomon. Mein Boss hat mir gesagt, dass ich, dass ich nicht nur gewinnen muss, sondern ich muss auch noch unser Café Werbung machen. Kannst du den Kerl
Kannst du dem Kerl glauben? Oder kannst du nicht? Also immer. So, einer war sogar direkt One-Hit, wow. Okay. Scheint hält Gatomon an sich nicht so viel aus. Ah, nee, auf jeden Fall diese nicht. Bra. So. Wie viel denn noch? Wow, das ist ein ganz schönes Team. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es ganz schön was brauchen würde, um dich zu besiegen. Das ist echt ganz schön viel, was du da hast. Okay, das hat schon mal gut geklappt. Und der V-Laser wird auch gut klappen und gegen den Datentypen habe ich dann auch was. Ah, leider hat das nicht gereicht. Na, ich mach trotzdem mit Feuer auf dich. Jawoll, ja! Also Game of Blue macht auf jeden Fall verdammt guten Schaden. Au. Au. Und zählt auch genug aus, auf jeden Fall. So. Jetzt mach ich den Machrush. Das sollte denn die Biene kaputt machen. Ich sollte mir den Namen von dem Bienending merken. Jetzt kann ich aber nicht mehr nachgucken. Na gut, egal. Bam, weg. Easy. Und Level up auf 27 und 28. Und jetzt... jetzt kann ich wahrscheinlich digitieren. Oh ja. Oh, Growlmon, Stingmon und Kuwagamon. Ich bin nur hier, um etwas Spaß zu haben. Wir müssen nicht uns komplett ausgehen. Komm schon, relax. Und dann verliere. Damit ich dich weinen zu deiner Mutter schicken kann. Okay. Du willst es also doch wissen. Hm, ich bin gut gegen euch alle mit dem Angriff, ne? Gut, dann haben wir erstmal Kuwagamon weg. Oh, hoho. Und Speed nochmal hoch. Angriff, okay. Nehme ich auch hin. Machen wir einen Awesome Quake. Gut, gut, gut. Einer ist weg. Die anderen leicht angeschlagen. Das passt doch. Greymon. Du kannst dem Stingmon ernst mal ordentlich einheizen. Jawohl, ja. Es heißt immer noch nicht genau, wie es klappt. Also manchmal liegt es am Typen und manchmal liegt es einfach am Dingens. Einfach nur, dass ich Vakzin bin. Oder was auch immer. Also einmal liegt es am Typen und einmal liegt es an dem Attribut in dem Sinne. So könnte man das, glaube ich, sagen. Gakumon und Greymon sind jetzt zum Beispiel Feuerattribut anscheinend und... ja. Waren deswegen gegen Stingmon jetzt zum Beispiel gut. Dann haben die Angriffe noch verschiedene Attribute und so kommt man dann wahrscheinlich auf mal 3. Nehme ich an. Also wenn man 1,5 hat, ist wenn man einen Typen anders hat und wenn man alle drei Sachen zum Beispiel hat, dann kriegt man wahrscheinlich den dreifachen Schaden raus. Das heißt, wenn man einmal den guten Wert hat, dann 1,5, beim zweiten Mal 2,0 und beim dritten dann 3,0. Was interessant ist. Oh, Flame Dramon. Oh, yes. Ich will etwas Zeit vorüberbringen. Versuche nicht zu schnell zu verlieren. Habe ich nicht vor. Flaming Fist. What the? Okay, du bist heftig. Ich versuche dich mal zu paralysieren. Was nicht geklappt hat. Acceleration Boost. Eieieiei. Ich habe das leichte Gefühl, dass der ganz schön heftig ist. Oh ja. Cross-Counter. Und nochmal ein Acceleration-Boost. Ich glaube, ich sollte jetzt mal nicht angreifen. Ja, und anscheinend kann ich auch andere Digimon heilen. Gut. Gut zu wissen. Flaming Fist. Wow. Kriegen aber auch nicht paralysiert. Und da kommen die Konter, ja.
Okay, den Kampf kann ich vergessen. Der Typ ist so schnell, ey. Okay, meine Digimon werden aber sofort automatisch ausgewechselt. Das ist auch mal interessant zu wissen. Aber was zur Hölle, ey. Der ist so schnell. Und direkt weggehauen. Wow. Ja, also gegen den habe ich keine Chance. Oder? Der Chrono Breaker ist ziemlich gut. Man kann seinen Speed heruntersetzen. Okay, jetzt war's das auf jeden Fall. Mit ein bisschen Taktik könnte ich den vielleicht bekämpfen. Hm. Terrier Tornado. Seine spezielle Attacke. So. Hm. Ah, ne, ich wollte nicht nach Eden. Ah, verdammt, jetzt renne ich schon wieder nach Eden. Nein, ich will nicht. So, ich will doch eigentlich nur mal nach der Digitation gucken. In dem Digilab. Denn du könntest jetzt zu dem da werden. Du könntest jetzt den zwei werden. Sky Greymon. Oh. Greymon Blue, kannst du eigentlich auch zu Sky Greymon werden? Nee, du wirst zu dem blauen Greymon. Hm. Ah, will ich zu Sky Greymon werden gerade? Das ist die Frage eigentlich, die sie mir nur stellt. Mons, was kannst du noch so werden? Auch zu Wizardmon. Ogremon. Ja, werd eigentlich einfach mal zu Ogremon. So, und dann guckst du mal woanders hin. So, hier kann man auch wieder ein bisschen digitieren. Orkmon, du wirst zu Aquilamon. Einfach mal zu deiner normalen Digitation. Wemon, du könntest rein theoretisch wieder zu dem werden. Level 60, ey. Na okay, dann machen wir dich erstmal zu Vidramon. In der X-Wemon haben wir ja. Das Impmon, du wirst mal zu Eis-Devimon, warum nicht? So. Jetzt ist eigentlich halt wirklich die Frage. Mach ich dich zu Sky-Greymon? Oder mach ich dich erstmal zu einem normalen Metall-Greymon? Brauche ich Level 30? Ah, ich habe keine Ahnung. Hätte ja schon gerne einen Sky Greymon, ne? Ja, komm. Hallo, Sky Greymon! So, Frigimon, dich müssen wir jetzt erstmal irgendwo zur Seite stellen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte noch mehr Agumons. Exvimon. Das auf Level 30 was anderes werden.
Angriff ist 90. Wie viel hat er denn jetzt? 88. Okay, das kriege ich relativ bald hin. Ich brauche aber auch noch ein Stingmon mit 100%. Wo habe ich denn das Stingmon hin? Habe ich Stingmon wieder weg? Nee, hier habe ich es. Okay. Puh, ich hatte schon Angst. Ich brauche nämlich auch das Stingmon hier. Wechseln wir mal kurz Garurumon raus. So, was kannst du gerade so für Angriffe? Acceleration Boost, Double Damage inflicted next turn. Oh. Ist natürlich auch nicht schlecht. Hast du sonst noch irgendwas? Nee. Hast du noch irgendwelche neuen Attacken? Guard Charge. Bei dir noch irgendwas Neues dazu bekommen? Holy Light 2. Magic Attack. Auch nicht weiter wichtig. Guck mal, hast du noch irgendwas? Heal hast du. Geben wir dir mal das Ziel noch mit drauf. Noch mehr Digiline, wow. Na. Da wollte ich hin. Terror-Tornado ist korrekt. Okay. Die Frage ist halt, will ich es jetzt nochmal probieren? Irgendwie schon, ne? Ich probiere es nochmal. Wir sehen uns gleich wieder in einem Kampf, wenn ich alles nochmal machen muss. Und ich nehme mal an, dass ich das muss. Ja, okay, wir sind jetzt gleich wieder in dem Endkampf. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich will mal gucken, ob es funktioniert irgendwie. Kann aber durchaus sein, dass ich einfach nur wieder auf den Sack bekomme. Vor allem, wenn dann gleich so ein Angriff kommt. Okay. Und zwar habe ich jetzt eigentlich vor, Speed Charge zu machen. Auf Sky Greymon. Okay, soweit so gut. Und dann wollen wir seine Verteidigung senken mit dem Oblivion Bird. Bam. Death Down. Okay. Sofern hat das schon mal ganz gut geklappt. So, jetzt will ich ihn noch langsamer machen. Mit dem Chrono Breaker. Was anscheinend nicht ganz geklappt hat. So. Ich könnte natürlich jetzt alle heilen, möchte ich aber auch unbedingt, nicht unbedingt. Stattdessen möchte ich gerne dich noch ein bisschen schneller machen. Flaming Fist. Oh, beide K.O. Okay. Ja, so viel dann zu dem Ganzen. Das hat er nicht so ganz hingehauen. Flaming Fist nochmal. Das war's dann auch für Sky Greymon. Also, auf jeden Fall, was ich sagen kann, hier, das ist ein mega guter Ort dann im Endeffekt, um zu trainieren. Aber, ja. Wenn man da nichts rausbekommt, ist es auch blöd. Okay, da darf ich nicht mal abhauen. Also um den zu besiegen, muss ich echt noch um einiges stärker werden. Das Flamedramon alleine nimmt uns hier ganz schön auseinander. Das ist echt nicht schlecht. Bam. So, Konter. Und Flaming Fist. Bye, bye. Alle Digimon auseinandergenommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall. Digiline, was haben wir hier? Okay. Was ja aber noch, was mir eingefallen ist jetzt gerade, während ich gekämpft habe, wir haben noch Memory Ups. Oh, wir haben sogar zwei. Okay. Wir hatten sogar noch zwei Memory Ups. So. Da ich das jetzt aber natürlich nochmal gekämpft habe,
Können wir jetzt nochmal digitieren. Oh yeah. So, da darf ich noch nicht. Hier darf ich allerdings. Ja, und ich möchte erstmal zu was anderem digitieren, erstmal mit ihm. Weil ich will jetzt eh nicht... Doro Greymon. Du bist cool. Trotzdem digitierst du bitte erstmal zurück auf Greymon Blue. Also du bist auf jeden Fall cool. Sky Greymon. Ich möchte dich gerne behalten, aber ich möchte auch was anderes haben. Ich sehe auch nicht wirklich, in was du dich im Endeffekt entwickelst. Deswegen gehe ich erstmal zurück und mache dann Metall Greymon später. So. Stingmon muss halt auch noch ein bisschen. Hat auch erst 20% Chem. Der hätte ansonsten schon fast alles. Ja, kannst auch noch weiter steigen im Level. Gut, dann halten wir euch auf jeden Fall dabei. Nehmen Garurumon wieder mit. Dich könnten wir auch digitieren direkt. Ich habe ja gesagt, ich will euch jetzt eh dann wieder zurück digitieren. Panyamon, okay, die Digitation davor. Das ist Leomon. Leomon habe ich auch noch nicht gehabt. Muss ich auch noch sehen, wie ich das dann bekomme. Leomon, wie könnte ich denn Leomon bekommen? Vielleicht indem ich dich irgendwie wieder auf einen Gabumon digitiere. Nee. Wird auf jeden Fall interessant. Ich will jetzt erstmal Garurumon wieder hier mitnehmen. Dann habe ich jetzt inzwischen so viel Memory, ich kann sogar noch das mitnehmen. Das ist doch mal wunderbar. So, dann dürfen nämlich Frigimon und Aquilamon auch wieder hier rein. Wunderbar. So. Was könnte denn zu Leomon werden? Kann Steriamon zu Leomon werden? Da fehlt auf jeden Fall noch eine Digitation. Ja, dafür brauche ich das Digi-Egg of Destiny. Gaumon, zeig mal her, was du kannst. Ah ne, dich kann ich so und gar nicht mal angucken. Ich muss mal gucken, was denn so noch frei ist in der Digi-Line. Line Field Guide. Digimon Researcher. Wahrscheinlich dafür, dass ich sehr viele Digimon habe. Elegmon, du könntest zum Beispiel bestimmt zu dem werden, oder? Da ist auf jeden Fall noch ein Fragezeichen drin. Utamamon fehlt noch einiges. Gaumon fehlt noch ein bisschen was. Du fehlst noch was. Okay, ich habe auf jeden Fall da noch einiges. Wen möchte ich denn zum Beispiel noch haben? Nochmal kurz. Utamamon will ich nochmal haben. Gasimon möchte ich nochmal haben. Ich könnte sogar direkt Tyrannomon machen, warum nicht? Wie ich es einmal ab. Betamon. Nee, kann ich auch nicht gucken, ob die noch zu was werden oder nicht. So. Okay. Und jetzt wollen wir nochmal ein bisschen bewegen. Tamamon. Du gehst nämlich mal statt Lizardmon dahin. Gasimon, du gehst mal statt Frigimon wieder dahin. Ja, dann passt das. So. Genug rumhantiert erstmal. Mit den Digimon sollte ich jetzt erstmal klarkommen. Du musst erstmal weiter kämpfen, deswegen nehmen wir dich erstmal da raus. Dann Vakzin, Virus und
nichts. Okay. Genug Zeit vertrödelt. 20 Minuten, ey, wow. Und leider nicht mal den Goldcup geschafft, aber trainieren kann man da verdammt gut. So. Suchen wir also nach Hinweisen. Oh, wenn ich noch nicht weiß, wo. Akihabara anscheinend direkt. Okay, dann gehen wir direkt nach Akihabara. Darf ich hier über die Straße? Nee. Das heilige Land der Nerds. Akihabara. Ich habe endlich meine Pilgerreise geschafft. Oh ja. Akihabara ist nämlich dafür bekannt. Wie man sieht. Spiele, Mangas, Anime, alles. Hier haben wir alles. Sega, Sega. Ob das normal ist, dass Sega hier angeworben wird in einem PlayStation? Na egal, das gehört wahrscheinlich zusammen. Digimon gehört wahrscheinlich irgendwie mit zu Sega. Ansonsten kann ich leider nicht viel erkennen. Ist das Schicksal? Okay. Du bist immer noch hier. Bitte hau ab. Nett. Okay. Hi, du. Der Hambomon? Also, hier, ich bin nur ein Mimitan-Fan. Ich habe vom Mimitan-Forum gehört, dass es ein privates Mimitan-Event hier in Akihabara gibt. Ich möchte aber gerne mal über Disappearances was wissen. Was? Mimitans wurde hinweggenommen? Mimitan ist gestorben in das heilige... Was? In das Land von Akiba? Okay. Okay, ich glaube, von ihm können wir keine sinnvollen Informationen bekommen. So, hier dürfen wir auf jeden Fall über die Straße. Mimitan scheint hier das Wichtige zu sein. Also, du wirst vielleicht ein bisschen was... Oh, ich weiß nichts. Vergib mir. Okay, du weißt nichts. Willkommen. So, wie kann ich dir helfen? Das würde ich mich auch gerne fragen. Remove Dot from one alley? What? Okay, es sind auf jeden Fall irgendwelche Statusheilungen. Habe ich denn irgendwelche guten Items überhaupt noch? Shit, das ist 5%. Okay, habe ich sonst noch Ninja USB? Egal. Ich habe noch nicht so tolle Items und momentan bringen die sie jetzt noch nicht so viel, aber später mal. Schade, ich darf hier nicht rein. Ah, hier. Schau an. Monodramon. Da weiß ich jetzt nicht, was ist. Gozumon X Antibody. Okay. Viramon sagt mir jetzt auch nichts. Gozumon X Antibody. Variamon? Okay. Falcomon. Okay, es muss erstmal reichen. Oh, hallo, warum kommst du nicht mit mir in den Shop? Wir können sogar Händchen halten. Wäre das nicht toll? Ja, Maid-Cafés. Das gibt's natürlich in Akihabara auch. Was haben wir hier? Golemon-Mittel. Ich bin hier, um Appliances. Und suche nach Appliances. Okay. Er sucht also einfach nur nach Sachen, mit denen er das dann wieder einrichten kann. All seine Sachen, die kaputt gegangen sind. Und du bist der Letzte, den ich fragen kann. Okay. Was? Das kann nicht sein. Eine Investigation? Bist du ein Cop? Oh, du bist ein Slurf. In diesem Fall habe ich ein paar Informationen für dich. Allerdings nicht für nicht umsonst. Ich frage nicht für viel und ich frage auch nicht nach Geld oder irgendwas. Nee, Wahrheit zu sagen, bin ich verliebt. Pure, pure Liebe. Das war Liebe auf den ersten Blick für uns beide. Aber hier ist ihr Problem, okay? Sie ist schüchtern, aber vielleicht ist es das erste Mal, dass sie verliebt ist. Es ist so pur wie ein Bild, das zu Leben geworden ist. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber
die Wörter kommen einfach nicht heraus. Also, das ist, wo du hereinkommst. Ich möchte, dass du gehst und sie etwas fragst. Wie ihre Kontaktinformation, ihre Name, ihre Adresse und ihre DigiLine-ID. Könntest du das für mich machen? Denn wir sind Freunde und so, richtig? Beste Freunde sogar? Nö, nicht wirklich. Nein, wirklich? Du wirst es tun? Du machst es wirklich? Also wirklich gute Info. Wirklich, wirklich gute Info. Wenn du sie siehst, dann frag ihr nach ihrer Kontaktinfo. Wie sie aussieht, sie trägt Gläser und hat lange Haare. Und sie liebt mich. Ein Florist. Okay. Okay, dann fragen wir da mal rum. Ich vermute mal, dass das die da unten war, die uns gesagt hat, wir sollen weggehen. Würde mich zumindest nicht wundern. Okay, dann fragen wir dich. Ich vermute halt, dass es hier die da unten ist. Ja, die hier. Ja, dachte ich mir schon. Hanaya no Teiin-san? Nan desu ka sore? Hai? Naze ano hito o miteiru no ka? Das hört sich schon wieder sehr creepy an gerade. Sore wa sono... Jitsu wa watashi ano kimo ni stalker sarete iru n desu. Dakara ano kimo ga inaku naru made koko de kakurete iru n desu. Tsukeraretari shitara komaru no de. ところで、あなた何者なんですか？え？探偵さん？あの着物に？あの、じゃあ着物に伝えてもらえますか？私、キモい感じが生理的に無理なので。OK。それじゃあ、よろしくお願いします。でも、よかったです。このままじゃ私、どうにかしちゃいそうだったので。OK。OK。Ich habe das gleiche Gefühl, dass das nicht unbedingt... Die Frage ist halt jetzt, wer von beiden jetzt wirklich böse ist, weil alleine diese Musik hat jetzt schon wieder das ein bisschen implementiert, dass vielleicht sie auch irgendwie nicht ganz koscher ist. Okay, bringen wir ihnen die schlechte Nachricht. Okay, er war anscheinend wirklich nur ein Stalker. Aber wir haben die Info bekommen. Gut. Neue DigiLine. Genau, also sie soll lieber mal selber helfen und nicht hoffen, dass wir uns hier nicht zurücklehnen. So, ich soll ja wieder zurück erstmal. Mal Bescheid geben, was denn hier neu ist. Machen wir das. Und danach gehen wir in das Forum. Okay, dann eben nicht. Gehen wir halt direkt zum Forum. So. Gummi Ami Forum. Es
der Comic Mania Forum oder auch das Komimami Forum verkürze. Dann lass uns mal die einzelnen Leute ansprechen, okay. Okay, der fragt uns nach Fortführungen von Serien, die bereits fertig sind. Ob wir das gut finden oder nicht. Ein Detektiv? Du schaust in die Akiba, in das Akiba verschwinden? Vielleicht sollten wir nicht zu laut darüber reden. Ich denke, ich weiß, wer der Täter ist. Okay. Nicht so laut. Okay, sie denkt auch, dass es jemand hier aus dem Forum ist. Okay. Sie will, dass wir zu einem Store gehen. Hm, ja, auch nicht. Er macht sich selber hier Vorwürfe. Okay, sie hat auch keine Infos. Auch nicht. Oh, hi Arata. Das wollte ich dich gerade fragen. Was machst du hier? Das ist... Ich vermute mal, wenn er ein Hacker ist, dann ist er auch ein ziemlich Anime-Freak. Das würde hier gerade sehr gut dazu passen. Bei den Stereotypen. Ich hätte es ihm gesagt, aber ihm bleibt leider nichts anderes übrig. Ach naja, okay, wir sollen es ja einigermaßen geheim halten von der Polizei.秋葉の神隠しか。そういや、このフォーラムでも失踪者が出たって言ってたっけ。で、この参加者の中に犯人がいるってか。へえ、面白そうじゃん。俺も手伝ってやるよ。今ちょい暇だし。じゃ、中野に行こうぜ。情報提供者と待ち合わせしてんだろ。 用事があってここに来たんじゃない。別にそういうあれじゃねえよ。たまたま通りがかっただけだよ。なんか気になったっつうか。コミマニってなんだろうなみたいな。コミュニストマニファクチュアとかだったらちょい興味あるかなみたいな。 Er versucht zu verschleiern, dass es Comic Maniac ist. じゃあ俺先行ってっから。すぐ来いよ。 Hm, ich habe fast das Gefühl, dass vielleicht sie sogar selber die Schuldige ist und deswegen will sie uns zu dem Bookstore locken. Aber wer weiß, wir werden es herausfinden. Vielleicht will sie dann auch sagen, Arata ist es. Gerade wo er aufgetaucht ist. Würde mich auch nicht sehr wundern. So. Und ich werde auch noch hier ein bisschen weitermachen. Weil ich am Anfang so lange rumgeeiert habe. Macht's auch nichts, wenn ich jetzt hier mal mich noch um ein bisschen was kümmere. Ah, okay, hier ist nichts weiter. Ich gucke nur immer mal, wenn ich eh mal hier schon durch die Kante renne. Ob denn hier vielleicht doch irgendwo noch eine Aufgabe oder sowas auf uns wartet. Ich darf kein Essen kaufen. Schade. Da ist er. Victory. Danke, dass du mich gefunden hast. Victory Yoshida. Okay. Also haben wir ihn mal wieder gefunden. Wer weiß, wo er mal wieder auftaucht. okay, ist die Mecker gleich wieder rum, nur wenn wir sagen, sie soll mitarbeiten. So, hi. Hey, Detektiv, hier. Wie lange willst du mich warten lassen? Ich kriege jetzt schon graue Haare, weil so lange ich warte. Bleib mal ganz ruhig. Meine Güte. Was? Hey, du, Achso, du wirst dich nicht aufregen? Ne, warum? Kann es sein, dass du
Fan von Typ bist, in ein Ohr raus und raus aus dem anderen. In ein Ohr rein und raus aus dem anderen. Nun jedenfalls, sei einfach nur vorsichtig das nächste Mal. Wenn wir zurück zu dem gehen, worüber wir geredet haben. Ich denke nicht, dass der Kriminelle ein Kumi-Mami-Mitglied ist. Okay, wer denn sonst? Das Forum ist ein Platz für Manga-Fans, richtig? Es gibt auch einige Manga-Artists, also Manga-Zeichner. Da hat jemand einen. Okay. Okay, also es hat jemand einen Manga hochgeladen und die ersten, die verschwunden sind, waren die Leute, die darunter Hate-Kommentare geschrieben haben. Sehr schön. Ach komm schon, Amy, du hast keine Ahnung, was Break Leg heißt. Halt zum Breinbruch. Oder sie meint das wirklich nur als Witz. Egal. Oder sie hatte wirklich keine Ahnung. Huch. Okay. Dann geh halt zur Agency, dann gehen wir mal hinterher. Und schauen mal, was Sakata vorhat. Jups. Und jups. Aber ich würde sagen, im nächsten Part. Also, wir sehen uns. Bis dann! Ja. So, nochmal kurz gespeichert. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir nach Arata schauen. Okay. Bis dann!